Servus, grüß euch. So, immer noch in Kroatien, immer noch im Parentium, Plava Laguna natürlich. Und die Direktion war wieder so freundlich und hat mir erlaubt, einen kleinen Rundgang im Restaurant zu machen. Das ist natürlich schwierig, wenn Gäste da sind. Deswegen hat man jetzt das Restaurant kurz für mich aufgemacht zwischen Mahlzeiten, damit ich hier kurz rumgehen kann. Ne? Das Restaurant ist das große Buffet-Restaurant. Hier wird im Moment Frühstück und Abendessen serviert im Buffet-Stil. Und wie das im Genauen abläuft, das erkläre ich, während wir hier rumgehen. Gell? Die Musik ist ein bisschen laut hier drin gerade. Es sind auch einige Mitarbeiter da zum Aufräumen und so. Das stört uns jetzt aber nicht. Und ich hoffe, dass man mich über diese Musik hört. Gell? Gut, gehen wir los. So, also wir sind hier im Eingangsbereich. Das Restaurant ist, wie gesagt, das Buffet-Restaurant für Frühstück und Abendessen. Mittagessen wird hier kein serviert. Alles läuft in Buffet-Form ab und wegen Corona ist eben im Moment keine Selbstbedienung, sondern es wird alles an Inseln serviert. Brotinseln, Eiinseln, Wurst- und Käseinseln, Obstinseln, Inseln so wie hier. Genau, Inseln so wie hier, da steht dann ein Mitarbeiter dahinter, man sagt, was man will und kriegt das dann auf den Teller. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Um ehrlich zu sein, ist mir das fast lieber, wie wenn sich hier enorm viele Leute um ein Rädchen Wurst prügeln. Hier ist die Eierstation fürs Frühstück. Abends gibt es hier dann schon die ersten Fleischsachen. Hier haben wir die Brot- und Müsli-Station. Ja, die Musik ist sehr schön, aber sie ist sehr laut. So, Brot- und Müsli-Station. Alles liegt auch bereit fürs Abendessen. Hören wir mal ein bisschen der Musik zu und gehen rum. Wie man sieht, das Restaurant geht bis ganz nach hinten da. Es ist riesengroß. Es können hier also ohne Probleme alle Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Es ist normalerweise nur jeder zweite Tisch besetzt. Beziehungsweise gibt es sehr, sehr viel Abstand zwischen den Stühlen, zwischen den Tischen. Ne? Das Schöne an diesem Restaurant ist, es gibt auch einen wunderschönen Außenbereich, der quasi um das ganze Restaurant rumgeht. Man hat also hier jetzt auf der Seite, wo wir stehen, einen schönen Blick auf die Marina. Hinter diesen Bäumen ist die Marina. Einen wunderschönen Gartenblick und auch einen herrlichen Meerblick. Also die Kamera da jetzt rumschwingt, man sieht, dass das wirklich, also wirklich schön ist hier. So, auch hier, man sieht also, das Restaurant geht ganz rum ums Gebäude, fast auf vier Seiten. Hier findet also jeder ein Plätzchen zum Frühstücken. Auf dieser Seite hat man dann also auch direkt das Meer. Man hat also hier morgens eine wunderschöne Aussicht. Das ist schon traumhaft, das muss man schon sagen. Das macht auch vieles her. So, zum Essen selber. Wie gesagt, es ist Frühstücksbuffet und Abendsbuffet hier in diesem Restaurant. Wir sind jetzt 2 Wochen da. Genau, seit heute sind es 14 Tage. Ich finde beides, das Frühstück und das Abendbuffet, sehr reichhaltig. Es gibt für jeden was, egal wo man herkommt, man findet alles was. Es gibt unheimlich viele Brotsorten, verschiedene Müsli-Sorten und so weiter.
Also da gibt es richtig viel, auch Wurst und Käse und so. Sehr viel Lokales. Das Abendessen auch, also in 14 Tagen jetzt, ist mir noch nicht langweilig geworden hier. Man kann es also gut aushalten. Die Qualität des Essens ist für so ein Hotel völlig in Ordnung. Kann man überhaupt nichts sagen. Es gibt auch ein à la carte Restaurant unten. Da könnte man sich dann was Spezielles bestellen, aber für wenn jemand Halbpension gebucht hat, wäre hier oben eben das Abendbuffet. Aber tadellos, kann man nichts sagen. Ne? Quantität reicht sowieso, egal ob das jetzt die Salate sind oder sonst irgendwas. Die Qualität, wie gesagt, für so ein Hotel tadellos, kann sich keiner beschweren hier, dass das Essen nicht gut wäre, beziehungsweise man nicht genügend bekommen würde. Getränke hier sind nicht inklusive. Das heißt, wenn man zum Abendessen ein Gläschen Wein oder ein Bier bestellt, muss man das selber bezahlen. Ich finde die Preise aber moderat. Flasche Wasser, Flasche stilles Wasser, umgerechnet ungefähr 1,50 Euro für ein Restaurant am Abend, ist es sicherlich nicht viel Geld. Der Wein, wenn man beim lokalen Wein bleibt, also kroatischen, istrianischen Wein, da halten sich die Preise auch völlig in Grenzen, ist völlig in Ordnung. Kann man sich ja auch nicht beschweren. Also wir essen hier gerne, wir freuen uns auch immer auf das nächste Essen. Ja, ne? Schön, so ich gehe jetzt nochmal rein. Ja genau, man sieht es wieder, der Wagner ist immer noch im Kroatien-Look. Das geht hier einfach nicht anders. Also es ist hier auch völlig ungezwungen, ob man Abendessen oder zum Frühstück. Es ist völlig ungezwungen hier. Wie man kommt, soll es recht sein. Nicht in der Badehose heißt es. Irgendwo habe ich ein Schild gesehen, nicht in der Badehose, aber das macht ja sowieso keiner. Ja, tadellos. Gut gelöst, auch mit der Corona-Geschichte. Natürlich alle immer mit Maske. Ob das die Mitarbeiter sind, die Mitarbeiter tragen sowieso immer Maske. Man sieht die gar nicht ohne Maske, ob das drinnen oder draußen ist. Im Moment, wir haben heute den 25. Juni. Und im Moment tragen alle Mitarbeiter innen und außen Maske. Für die Gäste ist es im Restaurant, also überhaupt innen vorgeschrieben, wenn man sich im Gebäude innen aufhält, aber nicht für draußen. Also wenn man am Tisch sitzt im Restaurant oder draußen sowieso, braucht der Gast hier keine Maske. Überall wird desinfiziert, auch an jedem, an strategischen Punkten sind überall Desinfektion, so heißt es, Desinfektionsmittelspender. Also wir haben uns jetzt diese zwei Wochen hier sehr, sehr wohl gefühlt. Das war überhaupt kein Problem. Gut, so viel zum Restaurant. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Und wir sehen uns später. Ja? Servus, ciao miteinander.